Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin noch sehr, sehr dolle müde, denn ja, wie ihr schon seht, ist es draußen noch komplett dunkel. Wir können auch mal das Fenster aufmachen, ihr habt den Beweis. Denn es ist jetzt genau 7.30 Uhr. Es ist gar nicht 7.30 Uhr. Wie spät ist es denn? 6.50 Uhr angenehm, Leute. Und ja, Sprachenlernen Bubble. Es ist so früh, denn heute fahren wir nach Hamburg, Leute. Ich weiß, das ist nicht der finale Grund, um so früh aufzustehen, aber wir müssen gleich, einen Flughafen erwischen. Denn meine Mutter fliegt heute nach Österreich, Leute. Deswegen sind wir so früh aufgestanden. Deswegen müssen wir den Flughafen erwischen. Fahren auch gleich los während des Sonnenuntergangs. Wird bestimmt cool. Die Ritze kommt nicht mit, denn sie ist sehr, sehr doll erkältet. Ich bin noch gar nicht erkältet. Ein bisschen, ne? Ich hab Ritzengrippe. Die kommt auf keinen Fall mit. Oh Leute, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen und wir wollen jetzt gleich losfahren. Und ich bin gar nicht mehr so müde. Ich bin schon richtig aufgedreht. Die Ritze kommt leider immer noch nicht mit, weil sie hat Ritzengrippe, ne? Und es ist jetzt der Sonnenaufgang. Wir gucken uns den jetzt mal an, ne? Leute, es stellt jetzt nicht so scharf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es stellt scharf. Ey, das sieht gerade so aus wie mein Abspannbild. Alter, nice. Okay, wir machen ein neues Abspannbild in 3, 2, 1. Wow, der Mond. Leute, guck dich mal an. Alter, ich hoffe, man sieht es. Ja, man sieht es. Alter, ist das krank. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal eine Montage. Leute, wir haben hier an der Seite geparkt, um jetzt hier noch die Sonne zu sehen. Leute, guckt euch die an. Da müssen wir erstmal eine Montage machen. Ach Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Da vorne ist der Flughafen. Wir sehen ihn da schon. Olli, was meinst du, ist das eine gute Idee, die Ritze damit reinzunehmen? Weil sie hat ja schon krasse Grippe, ne? Kurzer Zwischenstopp, Leute. Falls ihr euch gerade fragt, hä, warum denn die Ritze? Sollte die nicht zu Hause bleiben? Ja, wie man sich schon hätte denken können, hat sich die natürlich mitgeschlichen. Da ist die Bundespolizei. Bruder, das war schon richtig riskant hier, ne? Oha, Ritze, das ist du mal. Latschu! Diese Mieser. Hier, nimm deine Pest. Nee, ich will die auch nicht. Hast du mir gerade ins Gesicht genießt? Weiß man nicht. Oh doch, das weiß man. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt auch ganz schön aussteigen. Wir sind schon sehr, sehr spät dran. Wo gehen wir denn überhaupt lang? Mama folgen. Okay, Mama folgen. Let's go, Leute. Bei McDonald's, wir haben hier einen richtig nice Tisch ergattert. Wir haben uns schon verabschiedet, Leute. Das ist in der Tat sehr, sehr traurig, ne? Mama, hallo, sag doch mal. Ja. Ja, ist traurig, ne? Jedenfalls sind wir hier immer noch in dieser komischen Dings da und ich hoffe, wir haben hier gleich mal ein bisschen Essen, weil gerade haben wir noch kein Essen. Ich hoffe, wir haben gleich Essen. Wer ist es da, ne? Ich zu Tode. Pauline hat mehr Grippe, ich hab Pommes. Wir essen jetzt. Leute, wir sind raus aus dem Flughafen und suchen hier gerade unser Auto. Pauline, wollen Sie etwas sagen? Das ist ein anderer Wahl. Hallo, film nicht. Boah. Junge, ich bin auf Holz getreten da. Wo ist unser Auto? Hä, Alter, wo haben wir denn geparkt? Wir laufen viel zu weit. Ich dachte, das wäre da vorne. Wir sind doch da direkt über die Straße gegangen. Endlich gefunden, unser Fahrrad. Berühren. Wie komme ich jetzt hier durch? Kriminell. Leute, wir sind jetzt gerade aus Saturn raus und wir haben da Stunden verbracht. Ich bin todesmüde. Gehen jetzt erstmal zu Vapiano. Da ist das Saturn-Logo. Bevor wir zu Vapiano gehen, da vorne ist noch so ein kleiner Stand. Da holen wir uns jetzt erstmal noch so ein kleines Pizzastückchen. Leute, wir haben die Pizza und die guckt euch die an. Die ist so unglaublich lecker. Leute, wie ihr seht, sind wir jetzt hier in der Europapassage. Man sieht das da schon, das sind ganz viele Läden. Nur gibt es hier kein Vapiano. Angenehm, oder? Nein. Sie sind nicht erfreut, oder? Dafür hat Pauline jetzt hier so ein Eis. Ich darf das doch mal filmen, oder? Hat sie schon ein bisschen gegessen? Vielleicht ein paar Bakterien dran? Hier, ess weiter. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Vielleicht essen wir jetzt irgendwo anders. Ich melde mich, wenn wir bei Ikea sind. Leute, wir sind jetzt endlich bei Ikea. Und wir haben hier noch ganz viele Sofas. Ich würde sagen, wir sind jetzt offiziell die Sofatester. Wir testen jetzt ein paar Sofas. Als erstes das hier. Oh, das ist...
angenehm. Kann man sich schön reinschmieden, küssen. Ach, nicht so bequem, aber ja, von 10 Punkten nur eine glatte 1. Also. Diese Couch sieht auch sehr exzellent aus. Oh, die ist bequem. Und das rote Sofa da oben, das finde ich schon echt hübsch. Würde ich gerne mal testen, aber das ist da oben und da komme ich nicht ran. Ja, schau mal. Sofa-Tester wurde abgesetzt. Oh mein Gott, was haben wir denn hier gefunden? Ist nicht so hübsch jetzt. Okay, das ist aber, würde ich direkt für eine Sitcom buchen. Das ist richtig hübsch hier. Da vorne ist ein rotes Sofa. Hier, rotes Sofa, das will ich jetzt testen. Oh mein Gott, das sinkt man ja komplett ein. Oh, richtig einsinkt. Leute, ich bin fast eingeschlafen. Wir gerade noch meine Apfelschorle. Wir sind jetzt hier bei Ikea und essen hier gerade. Also ich esse nichts, ich trinke Apfelschorle, aber Pauline ist hier. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Schmeckt? Ja. Ich kann gar nichts mehr. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich alles reingeschnitten habe, weil ich bin halt einfach tot, Leute. Ich schlafe. Ich schlafe natürlich nicht ein, Leute. Wir testen gleich noch ein paar Sachen, aber bin halt müde. Ja. Wir gehen jetzt gleich ins Lager und machen hoffentlich noch ein bisschen Sachen. Aber jetzt ist Pauline erstmal. Oh, Leute, wir haben endlich was zum Stehen gefunden. Wir haben hier so einen richtig geilen Wagen gefunden. Ne? Wagen kennt jeder. Alter, Film, was wir machen. Ja, ist doch geil. Jetzt können wir uns draufstellen. Wir bewegen uns. Das ist gleich wieder hier, oder? Leute, wir gehen jetzt hier extra die Holztreppe und nicht die Rolltreppe, denn wir sind richtige. Schmeiß den Affen nicht runter. Okay, alles klar. Hier sind die Pandas, Leute. Ich habe auch so einen Panda, den kennt ihr doch. Ey, hier kann man richtig gut filmen, weil keiner benutzt die Holztreppe, alle nur die Rolltreppe. Jetzt sind wir offiziell im Möbellager angekommen und werden jetzt hier für... Oh mein Gott. Welcher Mensch bringt die Sachen danach ganz oben? Leute, wir haben hier für mich übrigens eine Sache für mein Zimmer, und zwar so einen komischen USB-Adapter-Scheiß hier gefunden. Das werden wir kaufen. Was wollen Sie denn haben? Antworten. Hallo, kannst du mich mal in Frieden lassen? Ich gleich schmeiß dir das Handy auf den Boden. Okay. Okay, wir sind angekommen hier und es geht da wieder bis nach ganz oben, Leute. Und wir fragen jetzt mal, was hier gekauft werden soll. Was wird gekauft? Warte, kannst du mich mit dieser Kamera... Sag, was gekauft wird. Kannst du... Die haben schon noch... Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder im Parkhaus von Ikea. Wir sind auf Ikea raus und jetzt kommt die große Wahrheit. Wir haben jetzt hier tatsächlich diesen komischen Sessel gekauft und einen Schrank gekauft und natürlich meine Steckdosen. Ob das wohl in den Kofferraum passt, das werden wir jetzt erfahren. Und damit das reinpasst, müssen wir jetzt hier erstmal überhaupt die ganzen Jacken nach vorne schleppen. Ja, das geht schon so. So, Leute, jetzt ist es aber soweit. Let's go. Wird es klappen? Was ist... Ja, gut. Passt nicht so ganz. Puh, Leute, das ist hier kompliziert. Ganz Karton wird hier gerade durchgeschoben. Und dieses Teil sollten wir jetzt am besten auch mal in Sicherheit... Sollten wir jetzt am besten auch mal in Sicherheit bringen, dass wir nicht uns irgendwelche Autos anfahren. Autos! Ich sterbe gleich. Okay, es ist alles drin und wir... Ja, warum geht's dir denn nicht gut? Weil ich dich gesehen habe. Ja, toll. Ich muss jetzt hier diese ganzen Jacken gucken, komm, tu von hier, hoppala, hoppala. Ja, ging er bitte daneben und, ja, sorry. Und rein da. Boah. Na, Pauline, wie geht's da hinten? Besser. Warum? Weil du nicht mehr in meinem Blickfeld bist. Mit diesem Spruch wird der Vlog jetzt auch beendet. Nein, er wird nicht beendet, Leute. Haha, er geht immer weiter. Ich wollte euch nämlich noch kurz mal zeigen, was wir noch bei Saturn gekauft haben. Und zwar hier so eine komischen Lichter, da kann man andere Farben einstellen. Oh mein Gott, Zukunft. Jetzt fahren wir jedenfalls erstmal nach Hause, Leute. Oh, Leute, mittlerweile sind wir jetzt endlich wieder zu Hause. Die Rückfahrt war reizender Horror. Ich bin schon todesmüde. Boah, was wird das jetzt hier? Hallo, kann ich nicht auch noch mal was sagen? Nee. Ritter, ich sag jetzt mal was, okay? Ich hatte den ganzen Tag so eine komische Grippe, Ritter. Und ich bin nicht richtig... Das, was ihr alle gesagt habt, Ritter, ja, der Tag, eine Grippe, Ritter. Was? Geh zum Arzt und lass mich in Frieden mein Auto machen. Schnupf, na, Matsch. Okay, Leute, das war's jetzt hier mit diesem Vlog. Ihr könnt gerne ein Like auf dem Vlog da lassen, wenn es euch gefallen hat. Jedenfalls war's jetzt im Vlog, Leute. Und bevor ich tschüss sage, ja. Warten wir noch kurz. Ist das dein Ernst? Ich tut extra noch Zeit schieben, damit der Vlog über 10 Minuten geht? Hallo, nein? Bitte, nein. Ende mit dem Vlog jetzt. Hallo, aber wir sind gleich über 10 Minuten.